So, jetzt habe ich ziemlich viele Leinenverbände eigentlich verschwendet. Nicht Verbände, Leinenstoff, aber das ist mir ehrlich gesagt ziemlich Wurst. Ich will ja eh nur die. Wie viel von diesen Sonnenfalken hast du denn jetzt von den Spionen? 7. Stimmt, den Dungeon Browser, den muss ich mir auch mal noch angucken. Ja, Todesminen, Endbock drauf. Oh, da ist eine Kiste. Ich darf auch endlich meine Kiste aufmachen. In der Bode sie mir nicht wegnimmt. Oh, endlich dreistelligen Schaden, das ist sehr beruhigend. Und Leinstoff, ja, deswegen konnte ich ihn auch verschwenden, er ist eh an jeder Ecke. So, was ist drin in unserer ersten Kiste? Ein Holzschild! Wahnsinn. So, ich habe alle getötet. Okay. Ich töte aber noch mehr. Wie nur zweistelliger Schaden. Dann gehe ich schon mal zu 4. Okay. Ja, ich bin ja auf den Fersen. Das sind ja eigentlich Humanoide, die könnte ich dort schieben. Oder nicht? Jo! Guckt mal, ich habe ein Schaf erzeugt. Das greift mich jetzt, wie lange? 30 Sekunden? Ne, 50 Sekunden sogar nicht an. Außer ich greife es an, dann wird es nämlich kein Schaf mehr. Also so kann man jemanden abschirmen, isolieren. Falls mal was zu viel ist. Der darf aber nicht kämpfen, ne? Glaube ich. Oder ich weiß auch ja, nicht. Ja, er darf keinen Schaden nehmen, also auch AOE ist, Nee, ja, ich glaube, aber wenn er im Kampf ist, gerade keinen Schaden kassiert, kann ich ihn da trotzdem noch schieben, ich weiß es nicht mehr. Im Kampf kannst du ihn auch schieben, ja. Geht das auch noch, ja. Also ging zumindest früher. Also das ist dann so eine absolute Notlösung. Ach, da gibt's die Ranken. Da bei 1 jetzt? Hier ist gerade ein mutierter Würger. Okay. Ah ja, mutierte Würger. Okay, die sind jetzt auch feindselig. Ich glaube, es wird... Was wird? Boah, 209 Crit, Alter. Ach, hier gibt's auch die Bären jetzt. Wir töten müssen. Bären, Bären, Bären. Moment. Alte Braunbären. Schwertkämpfer der Hand von Argus. Und da werden wir jetzt auch richtig schön lange erstmal alles sammeln dürfen. Vermutlich, ja. Mutierte Ranke. Das ist das aber nicht, ne? Nee, dornige Ranke heißt das. Dornige Würgeranke. Mhm. Finde ich mal wieder. Nischt. Ach, du bist nicht außer Reichweite, stell dich nicht so an. Wenn mich das ankotzt, wenn die Gegner aus dem Dingsfeld, aus dem Zauberfeld quasi laufen, aus der Reichweite. Boah, ich finde nur mutierte Ranken. Also ich finde immer beides. Ach so, wahrscheinlich finde ich jetzt nichts, weil du was gerade findest und dann ist wieder andersrum. Hier ist ein Silberblatt. Ist doch immer dasselbe, ja. Dann bleibe ich mal jetzt beim Bodo. Hier sind alte. Nee, das Ding ist, ich glaube, hier läuft gerade irgendwer rum, der genau die Quests macht, die wir auch machen, weil hier liegen nämlich tote Bären. Okay. Erfahrungspunkte. Geil. Schon wieder ein alter toter Braunbär. Ich werde nicht mehr. Kommen wir etwa langsam in die Gebiete, wo sich andere Menschen auch tummeln und unsere Quests machen wollen. Ich laufe schon mal nördlicher. Zu den anderen Quests. Weil hier, nee, nicht zu den anderen Quests. Da sollen die auch rumlaufen oder laufen die auch rum. Weil hier unten hat der Typ halt schon alle Bären getötet. Es gibt nur tote Bären hier. Okay, ja, wir können ja eigentlich auch schon mal zur... Ja, ganz nach oben zu den Bossbären laufen.
Und dann auf dem Rückweg irgendwie nochmal schauen. Ja. Lauter tote Bären. Hier ist alles tot. Ach, das bist du wahrscheinlich. Boah, ein Bär. Was war die falsche Taste? Die Gilde One-Man-Army sucht Leute. Ja. Hier läuft ein Höllenrufer rum, den man töten muss. Einen nur. Ein Höllenrufer? Ja, von Axheim, wieder so unserer Tür. Du bist in der Nähe? Ich bin da, ja. Schon wieder Kupfer. Ach, den sollen wir töten, ja, genau. Jo, das war's. Unter anderem, hier sollen wir so einiges Ach, hier töten. sollen wir so einiges töten. Na, dann lass mal ausrotten, die Sippe hier. Ich muss näher ran. Ach, müssen wir hier nicht auch noch irgendwas machen? Keine Ahnung. Ne, die müssen wir nur töten. So, dass jetzt zwei Kupfer Städten sind. Eine Wilddornrose und du gammelst immer noch mit Kupfer rum, das ist echt klasse. Ich glaube, Alchemie könnte ich mittlerweile richtig gut machen. Ich weiß halt nicht, wie viel Alchemie im Endstadium zu machen ist an Geld. Naja, also früher waren die Tränke ja auf jeden Fall wichtig für die Raids. Ich vermute mal, dass es immer noch so ist. Das kann schon sein. Besudelter Wassergeist, Stufe 19. Aber mit denen würde ich mich nicht Ja, unbedingt mach dir anlegen. hier halt einen Feuerregen. Eskalier halt, Meister. Alter, die sind stark, also da sollte man nicht unbedingt schon hin. Sollst doch keine Wassergeister töten, du sollst hier dieser Türen Bin töten. dabei, bin dabei. Vollgas, sage ich dann nur. Ich glaube mittlerweile, dass das normale der Frostblitz besser ist als der Frostfeuerblitz. Entkommen. Ich glaube Ja, so. der backt rum da hinten, der Typ. Rumbacken gibt's hier nicht. Hey, ich krieg voll das Inferno ab. Hat er keine Lust, ja? Doch, hat er. So, wo sind denn hier die Kupferstätten? Ich habe gerade mein Wasserelementar geheilt. Ach ja, stimmt, das konnte ich ja. Ich konnte mein Wasserelementar ist ja auch ja freundlich. heilen. Höllenrufer braucht man noch. Ach, nur die Schattenpirscher müssen wir töten. Und was hat's mit dem verderbten Kristall auf sich? Was für einen verderbten Kristall? Ja, das gehört zu der Quest. Wollstoff droppen sie schon. Hui. Ah, das sind die Dinger, die hier leuchten, okay. Alles klar. Schwindler. Verfehlen geht mal gar nicht. Oh, jetzt ist das Ding hier auch noch voll mit Leuten. Yep. Ich kann nicht gehen gerade. Oh, Inventar schon wieder voll. Ist doch wohl nicht, ey. Was willst du eigentlich mit Feuerregen beim Wasserelementar antun? Magst du mir das mal erklären? Das ist eine gute Frage. Ja, ne? Was der damit machen möchte. Oh, habe ich irgendeinen Scheiß, den ich jetzt wegschmeißen kann? Ja, muss ich wohl das doch wegschmeißen. Dachte mir, mit einem Silber ist es für ein Trash-Ding sogar ganz gut, aber.
Falsch gedacht. Die Kristalle sind mir dann doch wichtiger. Wie, Inventar ist voll. Ja, jetzt geht's dir genauso, hm? Wenigstens gibt's hier genügend von diesen Kristallen. Scheiße. Das ist natürlich blöd, wenn die Fernzauber machen können, dann. Das ist irgendwie gar nicht so viel. Oh, 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 oh. Da muss ich jetzt aufpassen. Da muss ich jetzt weit genug entfernt sein. Dass sie mich selbst mit ihrem AE nicht treffen. Puh! Manchmal kann es schon ganz schön knapp werden als Magier. Drei Kristalle. Wie kommst du denn so einfach an drei Kristalle ran? Na, ich hab ein ganzes Lager ausgelöscht. Das ist mein Geheimnis. Oh fuck! Was ist mit dir passiert? Du bist ja fast gestorben. Ja, ich habe nicht auf mein Leben geachtet. Aber Gott sei Dank hatte ich hier so einen buggigen Gegner, der mich nicht verfolgt hat. Okay. Dann würde ich mal behaupten, Glück gehabt, hä? Ja, kann man so sagen. Oh, warum hält denn der so viel aus? Die sind ja auch schon Stufe 17 hier, die. Ja. Killer. Ich brauche aber trotzdem noch zwei Kristalle. Oh, und da gibt's Zinn. Ich werd nicht mehr. Nein! Haltet Odo euch fest, findet Jungs. Zinn. Sein Leben hat wieder einen Sinn. Komme, was wolle, da kämpfen wir uns jetzt durch. Ich habe hier auch drei. Erdwurzel, Silberblatt, Friedensblume, das Komplettpaket. Ah, wie verfehlt. Hauptsache, ich finde jetzt endlich viele von diesen scheiß Kristallsplittern. Ach, ist das da hinten Endboss? Ja, da ist der Typ. Die Pranke? Nee, Zephrax. Achso, ja, warte noch bitte. Boah, ich glaube, ich bin nah genug, aber. Warte, Priorität trotzdem. Hat jetzt erstmal das Zinn. Erstmal das Zinn, dann reden wir weiter. Der macht Assen. Okay. Ah, was verfehlt? Dammit. So, jetzt kommen die Scheißsplitter. Mach mich doch nicht traurig. Was ist los? Wie, ich kann von den Dingern nur 5 tragen. Kacke hier weg. Ey, ich hab nichts mehr, ne? Wie meinst du? An Platz. Ach so. Was ist jetzt mit größeren Taschen? Hättest du mal gekauft? Ja, leisten könnte ich's mir. Da sind ja auch nur 2 Plätze mehr. 2? Normale Tasche mit 8 Plätzen kaufst? Ja, ich hab nur Taschen mit 6, bis auf eine. Ach, du hast schon 4 Taschen? Ja. Oh mein Gott! Bodo, ich hab erst 2. Das heißt, ich hab noch 2 Plätze frei. Ich hoffe, du bist in der Nähe. Und du bist damit, ja, ja. Und du bist immer voll. Kein Wunder, dass ich dauernd die ganze Zeit voll bin. Hat's geklappt? Jo. Zählt, hab auch alle Splitter. Ich glaube, damit wären wir dann mit der Quest fertig. Da unten ist diese komische Schildkröten-Ding. Beulengras, Wegschmeißen kann. Oh,
da springe ich jetzt mal lieber nicht runter, wa? Oder gehen wir da jetzt runter? Ja, da gehen wir drunter. Okay. Dann muss ich das nicht so zimperlich hier sein. Muss trotzdem mir das ganze Zeug noch mitnehmen. Hier ist noch ein Haufen Zeug. Da ist noch eine Friedensblume. Da ist noch ein Silberblatt. Wobei, Friedensblume erhöht Kräuterkunde jetzt eher auch so nicht. Jetzt muss ich auch noch den Scheiß hier sammeln. Ich werd nicht mehr. Wie viele Splitter habe ich denn eigentlich wieder? 9. Noch einer kann ich. Krieg Ruf. Kämpfe ich mir jetzt den Weg durch zum Silberblatt. Vielleicht droppt er dann nochmal so ein komischer. Gehst du jetzt schon zu einem Fragezeichen oder? Nee, ich will mich da hin bewegen, ja, aber ich werde noch die Gegner vorher töten, die hier. Aber ich dachte, du bist auch runtergesprungen. Noch nicht, noch nicht. Ich habe hier gerade so viel Kräuterkunde-Zeugs. Da muss ich die Chance auch ausnahmsweise mal nutzen. Das sind wieder nur Murlocs. Ey, leck mich doch am Arsch. Irgendwie muss man ja Geld verdienen. Und so eine fetten Motten. Seit wann kann ich eigentlich Zauber sprechen, während ich laufe? Das würde ich auch gern können. Ich könnte es lernen, aber bin mir noch nicht sicher.